kleinen weißen Kügelchen, die Globuli, sind Sinnbild für die Homöopathie. Die vom deutschen Arzt Samuel Hahnemann begründete Therapieform beruht auf dem sogenannten Ähnlichkeitsprinzip. Ausgangsstoffe für diese Arzneimittel sind meist Pflanzen, aber auch Mineralstoffe oder tierische Substanzen werden von uns verarbeitet. Wir wählen diese sehr sorgfältig aus, denn am Ende vertrauen Anwender und Fachleute auf unsere Qualität. In der Herstellung werden die oftmals höchst giftigen Stoffe entweder 1 zu 10 als sogenannte D-Potenzen oder 1 zu 100 als C-Potenzen verdünnt und potenziert. Nachdem die Ausgangsstoffe in Milchzucker in einem traditionellen Mörser verrieben wurden, erfolgen die nächsten Verdünnungs- und Potenzierungsschritte in der sogenannten Mehrglasmethode nach dem Vorbild Hahnemanns. Selbstverständlich in reiner Handarbeit. Dabei wird jeweils ein Tropfen zu 99 Tropfen Alkohol ins nächste Potenzierglas gegeben und verschüttelt bzw. potenziert. Die weißen Zuckerkügelchen werden mit der Flüssigkeit imprägniert und abgefüllt. Mit dem Spendersystem Spagyros Multiclick wird die Einnahme der Globuli einfach und sicher. Homöopathische Arzneimittel in flüssiger Form werden in Pipettengläser abgefüllt. Auch sie sind zur Dosierung sehr anwenderfreundlich. Homöopathische Arzneimittel wirken auf ihre besondere eigene Art. Der Auswahl des richtigen Mittels kommt dabei die zentrale Rolle zu. Lassen Sie sich deshalb von einer erfahrenen Fachperson beraten.